Tag 2 heute an der FIBO. Schönes Wetter, super. Sonnig, sehr schön. Hier ist unser Athlet Marco Strupp. Hallo zusammen. Wie Matteo schon gesagt hat, heute ist Sonntag, der letzte Tag an der FIBO. Wir chillen jetzt noch 3-4 Stunden dort und fahren wir zurück. Es wird eine richtige Arbeit für mich geben, das Ganze zu schneiden, die Vlogs zumindest. Ich hoffe, die werden euch gefallen. Das wäre heute Vlog 2 oder 3, ich weiß es nicht. Mal schauen. Ja. Gut. Schauen wir, wer wir heute noch treffen. Wir haben ein kleines Geschenk für Matt August und Chris Lavado. Mal schauen, wie sie reagieren werden. Surprise, Baby! With their diets and all that and just not actually living their lives.
I feel sorry for you. You gotta have fun, you gotta go out, you gotta train hard, eat well as well, but you also have to have a good balance. That's all I have to say. That's how I succeeded, that's how I'll always succeed. That's how you should succeed. Nice to meet you guys. Switzerland. Switzerland. Like Misha, you know? Yeah, like Misha. He's that tiny guy. The tiny guy. Yeah. The small guy. The Misha. I know. Hey. We are little here. Yeah, he's the next Misha. Next year. You look good, man. You look good. You look good. Yeah, look at that muscle. Look at that dress. No, you're doing good, man. You're doing good. Everybody looks good here. So. Yeah, it's FIBA stuff. Yeah. Ready? Hey, we're on a Swiss video. Switzerland. 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 What's up, Switzerland? Fine, how are you? Good. Are we on? Is it on right now? What up, guys? Switzerland. Team Legends from Switzerland checking in. These are my brothers right here. Enjoying it. The next Misha checking in. Was in die Schlampen? Was in die Schlampen? I'm looking for all kinds of Schlampen. Was in die Schlampen? I'm just kidding. But that's a good question. So, Dings unterschrieben. Hey. For me here. Marco, okay? M-A-R-K-O? Marco with C, yeah. C. Oh, M-A-R-C. But for me, it's here. In competition? You go in competition this year? Not this year. Next year? Not next year either. No. A few years. Because what happens is we're prioritized. For us to cut down and be completely shredded, it takes a lot. And we diet very slowly for a long period of time. Yeah. And then we're not as productive mentally once we're shredded. So we have a lot of business and a lot of global exposure with this. And we really got to prioritize business right now and showing people the right way of doing things. You know? So that's the mission, you know? But maybe 1 year we'll come back. It takes time. But maybe 1 year for FIBO, since we got so much support, we'll have to come back here shredded. We'll come back here shredded. Next year. Maybe. You're already shredded. No. Very shredded. What's your fat? It's not the same as fat. Yeah. No. 7 or 6% maybe. That's his fat? 50% of the. That's not my English. Hey, kind of good. He does bodybuilding shows. Yeah. FBB. Swiss competition. Wow. Yeah. Okay. Was hard, man. Uh-huh. Oh, what, you got the silver one, man? Yeah. Right here? Yeah. Can I use your back? Yeah. M-A-R-C-O? Yeah, perfect. Exactly. I'll save it. I'll check it out, okay? Hey, guys, thank you for all the time that you take with people, with every people. You see. That's what we're here for, man. We're here every for time. Yeah, very. I got all the time. So good. Just wanna give everyone one picture. One picture. Oh, I can. Quick picture? Yeah. Crazy picture. No. Show your muscle. Let's go. Well, show us muscle. You didn't come for no reason. Show it off, man. Show it off. Hey, come on. Let's go. Oh. Hey, Alan, come on over here. Good. I know. Good. Looking good, man. Looking good. Thanks. Hallo zusammen, Marco hier. In diesem Video möchte ich euch noch kurz erzählen, wie es für mich an der FIBO war. Es war mein erstes Mal. Ich habe das Ganze nicht so groß erwartet, bombastisch. Wir haben viele Leute getroffen, auch Bodybuilder Pros. Wie zum Beispiel Phil Heath oder der Ex-Mr. Olympia
Ronnie Coleman und und. Meine persönlichen Highlights in der FIBO war bestimmt mal die Leute zu treffen, die so in meiner Gewichtsklasse sind, im naturalen Bereich, wie zum Beispiel Jeff Seid, Alon Gabay, Chris Lavado, Matt August und. Ich muss sagen, die alle sehen top aus. Wirklich Hammerfigur, Form. Ich muss sagen, ich hätte gedacht, Jeff Seid sei härter, das muss ich zugeben. Aber wir wissen alle, wie er drauf sein kann, wenn er auf Diät ist für ein Event oder weiß Gott was. Mir hat die Stadt Köln sehr gut gefallen. Hammer Shoppingmöglichkeiten. Ist ziemlich groß. Da ich ja von Aargau komme, also Rheinfelden, ist die nächstgrößere Stadt Basel für mich. Kommt das Ganze gleich kleiner vor. Wir haben dort ziemlich gut gegessen. Steaks. Ich habe so gut wie möglich geschaut, dass ich sauber esse. Ja, da ich ja noch auf Diät bin, also sagen wir zu 90%. Und was ich euch weiteres, also weitergeben kann, ist sich einmal, wenn ich dabei war, 2014 an der FIBO, unbedingt 2015 reinschauen zumindest. Besonders wer trainiert, egal Fitness, Bodybuilding oder einfach nur auf seine Ernährung achten möchte. Ich finde, das Ganze war sehr motivierend. Ich habe sicher auch das ein oder andere gelernt. Und ja, ich werde mich sehr freuen auf 2015. Bis dahin werde ich fleißig weiter trainieren. Ich habe viele Fragen dementsprechend bekommen, ob ich auch dieses Jahr wieder an den Wettkämpfen teilnehme. Eigentlich wäre es nicht geplant, daher sage ich mal, ich bin noch offen. Ich entscheide, wie meine Form wird sein in den nächsten Monaten, also in der nächsten Zeit. Und bis dahin halte ich euch immer auf dem Laufenden. Ich versuche jetzt mehr erzählen über Produkte, die meiner Meinung nach gut sind. Ich werde ein wenig mehr über die Ernährung sprechen. Natürlich, was euch gefällt, ihr müsst mir einfach schreiben, fragen. Ich werde meistens Antwort so schnell wie möglich geben. Und ich habe mir auch vorgenommen, dass man mich, wenn man mich treffen will, dass die Möglichkeit besteht. Und ja, nicht zu vergessen, 13.04.2014, also diesen Sonntag, Fitness-Bodybuilding-Treffen in Herten. Das wird sicher auch eine geile Sache. Ich würde mich freuen auf zahlreiche Besucher oder besser gesagt Leute, die trainieren möchten und ich vielleicht ein paar Tipps geben kann. Und ja. Nicht vergessen, bleibt natural und lasst es krachen. Peace.